Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo, der Zoo of Maine. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute Pommelstraußengehege und wir starten direkt mit einer Timelapse. Ich habe es einfach nicht geschafft, einen Realtime-Part vorher aufzunehmen und ich hatte richtig Bock, was zu bauen und deswegen habe ich gedacht, komm, baust jetzt einfach mal eine Timelapse. Ich habe ein bisschen auch Rindenmulch platziert, beziehungsweise Mulch heißt das ja, und das heißt, das Außenrum wird auch noch ein bisschen passieren oder wird auch noch verbessert. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass das habt ihr ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass dadurch, dass ich das Außenrum auch meistens mitbaue, dass sich das gleich als fertigerer Zoo anfühlt, der Zoo of Maine. Und das finde ich cool. Strauße habe ich auch deswegen gewählt, weil erstmal wurde das auch in den Kommentaren vorgeschlagen. Und dann ist das auch so, dass der Sinn des Zoo of Maine, also wenn man das jetzt noch nicht mitgekriegt hat, ist es ja, ein Zoo zu bauen, der viele kleinere Gehege hat mit kleineren Tieren. Und dann ein Highlight-Gehege zu haben. Ihr habt in der letzten Folge sehr, sehr viele Vorschläge für die Highlight-Tiere gemacht. Ich werde noch nicht verraten, welche ich gewählt habe, aber es sind eventuell ein paar coole Tiere dabei. Außerdem muss man noch dazu sagen, dass das Europa-Pack ja angekündigt wurde diese Woche. Und da werden wahrscheinlich auch Tiere hier im Zoo of Maine mit einziehen. Könnte ja passieren. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, dadurch, dass ich jetzt diesen Zoo hier angefangen habe. Und dann wäre es ja von Vorteil, wenn im Zoo of Maine auch noch irgendwelche von den Tieren einziehen. Das könnt ihr im Community-Tab im Laufe des Wochenendes, also ja, ich weiß nicht, ob ihr heute oder morgen dafür abstimmen könnt. Ich sag mal einfach morgen, könnt ihr dafür abstimmen, welche Tiere ihr gerne sehen möchtet aus dem Europa-Pack im Zoo of Maine. Würde ich mich auf jeden Fall über eine Abstimmung dort freuen. So, genug über das Europa-DLC. Lass uns doch mal über die Strauße reden. Die haben hier ein relativ großes Gehege für nur Strauße bekommen. Wir haben drei, wir haben ein Männchen, zwei Weibchen und die bekommen sehr, sehr viele Steine im Hintergrund. Das sieht so ein bisschen aus, als würden die in so einem afrikanischen Steinbruch leben. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und bekommen ein paar Pflanzen rein. Die wollen nicht ganz so viele Pflanzen. Die wollten eventuell auch Wüste haben. Ich glaube, ich habe mich sehr an Grasland orientiert und habe auch kurz überlegt, ob ich noch die Springböcke mit reinmache, die ich auch noch gekauft habe. Habe mich allerdings dagegen entschieden, denn die Strauße hier sind auch schon manchmal ein bisschen gestresst. Und ich glaube, wenn da noch Springböcke drin wären, werden die richtig heftig gestresst. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Außerdem erforsche ich in der Zwischenzeit nochmal das Afrika... wie heißt das? Also das Afrika-Set. Safari-Set? Ich weiß gar nicht, heißt das Afrika? Das Nordafrika-Set habe ich nämlich schon erforscht, denn bei den Pandas, das zeige ich euch im Realtime-Part noch, bei den Pandas habe ich nämlich den Zaun gewechselt, sodass da jetzt Rigipssäulen sind und keine Holzsäulen. Die können trotzdem ausbrechen. Das war so ganz nebenbei. Ist ein bisschen komisch, dass es trotzdem funktioniert, aber ich meine, was will man machen, ne? Dann das Gehege der Strauße. Wie gesagt, so ein Steinbruch-Optik. Erforsche nochmal das Safari-Pack. Oh, das heißt nicht Safari, das ist Afrika-Pack. Wie heißt das? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich wollte auf jeden Fall die Reetdächer haben, weil ich einen Unterstand baue mit Reet. Sodass die Strauße da drunter schlafen können. Und das Ganze verstecke ich so ein bisschen hinter Elefantengras und Stein. Und dann haben die da ein bisschen Ruhe. Denn wie gesagt, die waren relativ viel gestresst. Relativ viel Rindenmulch diese Folge auch wieder und viele Pflanzen. Das gemäßigte Biom bietet sich einfach für solche Sachen unglaublich gut an, finde ich. Und ja, ihr habt euch eigentlich noch andere Biome gewünscht von mir, aber gemäßigt ist einfach der Klassiker. Und es macht mir einfach am meisten Spaß. Und im Endeffekt geht es darum, dass ich hier auch ein bisschen Spaß habe. Deswegen ist es jetzt auch so geworden. Das heißt nicht, dass wir nie irgendwas von den anderen bauen werden. Aber erstmal gemäßigt im Zoo of Maine. Ich hatte auch kurz überlegt, im Tierhandelszentrum gibt es auch Alligatoren. Und ja, ich sag's jetzt. Ich habe kurz darüber nachgedacht, mir Alligatoren zu kaufen, die dann mit ihr einziehen zu lassen, diese Folge, und nicht die Strauße. Denn wir sind ja in Nordamerika und so wie ich das verstanden habe, haben viele kleinere Zoos Alligatoren auch, weil die sind cool anzusehen und sind wohl nicht so selten in Nordamerika, wie man das vielleicht aus unseren europäischen Zoos kennt, wo die dann ja eher ja, seltener unterwegs sind. Weiß ich nicht. Könnt ihr ja sonst auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob wir da wirklich Alligatoren brauchen. Aber die werden wahrscheinlich auch kommen. Es gibt so viele Tiere im Nordamerika-Pack, die ich noch nicht gebaut habe, weil ich meine Planet Zoo-Pause in Anführungsstrichen hatte. Und das ist irgendwie ein bisschen interessant geworden, weil ich diese Pause hatte und jetzt kommt dann das nächste DLC schon in der nächsten Woche. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie heißt denn jetzt das Pack hier? Ich weiß es nicht, aber ihr seht, diese Reetdinger möchte ich gerne haben, denn ich baue einen Unterstand, einen klassischen Unterstand. Da wird so ein bisschen halbrund, von oben sieht es cool aus, von der Seite sieht es ein bisschen komisch aus. Ne, umgekehrt, von der Seite sieht es cool aus, von oben sieht es ein bisschen komisch aus, weil es da kurz überlappen,
also die überlappen sich da, die Dächer. Ist halt ein bisschen. Es ist halt ein bisschen komisch, wie es ist. Aber was willst du machen? Ne? Was willst du machen? Dann versuche ich das hier ein bisschen abzurunden. Ich mache es dann gar nicht, sondern ich baue dann einfach nur so den Unterstand, wie er ist. Entscheide mich für die Platzierung hier hinten beim Mitarbeitereingang und dann verstecke ich den, wie gesagt, noch unter oder bei Steinen und ein paar Pflanzen. Und dann ist das Gehege fast fertig. Es fehlen natürlich noch Pflanzen und Spielzeuge. Spielzeuge habe ich, glaube ich, mittlerweile fast genug platziert. Insgesamt, ich erforsche halt nebenbei für die Strauße, weil die Sachen habe ich noch gar nicht erforscht, weil Pandas und Erdmännchen wohl scheinbar noch sehr anders sind als Strauße. Jetzt macht das auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, ne? Aber ich finde es ganz cool, dass wir jetzt Erdmännchen haben als ganz kleines Eingangstier, dann haben wir die Pandas und jetzt haben wir Strauße. Bin mal gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich ein Europatier. Das heißt, die nächste Zoo of Maine Folge dann hoffentlich Dienstag. Ne? Und spätestens Mittwoch. Das kann ich so schon mal ankündigen. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Wenn wir da direkt zum DLC starten, Gehege bauen könnten. Müssen wir mal sehen, ob ich Zeit habe. Wie ich da Zeit habe. Ja. Ein paar Pflanzen, ein paar Pflänzchen. Wie gesagt, wir halten uns, oder ich halte mich sehr an das Grasland-Biom. Einfach, weil es gut passt. Und weil, wenn ich da wirklich Tiere noch mit reinmachen sollte, Gazellen zum Beispiel, die Springböcke, dann würde das auf jeden Fall gehen mit Graslandpflanzen. Das dürft ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Also schreibt gerne mal rein, welche Tiere ihr aus dem Europapack vielleicht hier sehen möchtet. Stimmt da im Community-Tab für ab, wenn ihr rechtzeitig dabei seid. Ich muss den ja heute mit raushauen, weil sonst wisst ihr ja nicht, wo ihr abstimmen sollt. Und vielleicht auch, ob da die Strauß alleine wohnen sollen oder ob die dann doch eine WG kriegen sollen. Ich bin mir nämlich unsicher. Ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass die Strauß ihr eigenes Gehege haben. Das haben die ja sonst nicht. Sonst sind die immer so traurig, weil die kein eigenes Gehege haben und nur immer mit anderen zusammenleben müssen. Das habe ich jetzt so entschieden. Die sind glücklicher jetzt. Vielleicht. Erscheint mich auch für Pflanzen, für Bäume im Hintergrund, sodass das Gehege, wenn man als Besucher schaut sozusagen, dass das gut abgerundet aussieht. Und es verhindert auch da, dass ich dahinter noch irgendwelche Gehege baue. Muss eh nochmal sehen, wie sich das Ganze abspielt. Aber das gucken wir uns dann gleich im Realtime-Part auch nochmal an. Ganz entspannt, wo Sachen noch hinkommen können. Und je nachdem, welche Tiere ihr ja dann abstimmt, die da mit hier reinkommen sollen, müssen wir mal schauen, wo die dann einziehen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass man sich da ein paar kleine Ecken macht, sozusagen. Glaube ich zumindest, dass das ganz cool ist. Die Timeless nähert sich jetzt im Ende. Wir sehen uns dann also gleich im Realtime-Part wieder. Also bis gleich. Ja, da sind wir auch im Realtime-Part, Freunde. Hier, die liegen in zwei verschiedene Richtungen. Ihr seht es, das Gehege sieht fantastisch aus, finde ich auf jeden Fall. Es passt sich sehr gut in die Ecke hier ein. Ich glaube, es fängt gleich an zu regnen hier, aber das macht ja nichts. Die Besucher können also hier die Erdmännchen begutachten. Wir haben etliche Erdmännchen. Ich glaube, wir haben sogar ein paar Babys. Ein paar Baby-Erdmännchen hier. Ja, da sind welche. Hallo. Oh, wie viele wir haben. Naja, die Besucher können auf jeden Fall hier Erdmännchen gucken. Und dann kann man hier reingehen und dann die Strauße begutachten. Und dadurch, dass ich da hier hinten die Pflanzen gemacht habe, sieht das Ganze ja aus, als wäre da schon ein Ende irgendwie, was eigentlich ganz cool ist. Und da haben wir hier die Strauße. Was zum... Das ist kein normaler Strauß gewesen, das war irgendwie so ein Zombie-Strauß. Naja, es regnet. Ich glaube, wir haben gar keine Informationen. Die Leute können sich gar keine Regenschirme kaufen. Können gar kein Geld verdienen. Das geht natürlich gar nicht. Warte mal, gleich mal ändern. Geh nicht. Gleich mal ändern, sodass die wenigstens eine Information kriegen hier. Sodass wir wenigstens ein bisschen Kohle machen, ne? Ist ja wohl wichtig, dass wir ein bisschen Geld reincashen hier. Haben wir so wenig. Was nimmt man denn für so einen Regenschirm hier? Für einen Audio-Guide nimmt man auf jeden Fall einen Dreier. Einen Dreier-Dollar. Die kosten 11, die kosten 26 und die kosten tatsächlich 52. Und die Schirme kosten 6. Naja. Das sind fürstliche Preise hier im Zoo of Maine. Aber es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich. Ich schwöre es euch. Okay. Also, das Straußengehege passt sich ganz gut ein hier. Hier haben die dann, wie gesagt, diese Ecke, wo die sich so ein bisschen verstecken können. Genau. Und dann gehen die Strauße hier. Der Zaun ist genauso hoch, dass die Strauße nicht ausbrechen können. Aber macht ja nichts. Dann habe ich hier auch so ein Wasserding. Einfach nur, weil ich die Wasserleitung nicht haben wollte.
Und da ich eh keinen Wasserleitung. Wobei, ich habe ja eine Wasserreinigung, ne? Aber es sieht auch blöd aus, wenn ich da jetzt Wasser reinmache. Naja, egal. Ich mag das Gehege irgendwie. Man kann das von verschiedenen Seiten einsehen und die Besucher scheinen es auch zu mögen. Und dann halt diese große Eiche hier an der Seite nochmal. Macht halt einen großen Unterschied. Dann haben wir hier ein paar Picknicktische, wie gesagt. Oder habe ich gar nicht gesagt, ne? Wir haben ein paar Picknicktische auf jeden Fall. Und unter der Eiche ist auch so ein bisschen geschützter. Und ich glaube, ich erforsche auch noch irgendwelche Sachen, ne? Ich erforsche auf jeden Fall den Strauß. Und dann Marketing. Es heißt Afrika, das Design. Neue Welt erforsche ich, damit ich die Bänke und sowas habe. Und weil das der Stil ist, den ich hier halt gerne bauen möchte, ne? Dann habe ich Nordafrika erforscht und auch Getränke-Dinger schon erforscht. Also ich forsche nebenbei einfach immer, wenn ich es laufen lasse. Auch weil ich den Tiermarkt halt immer im Auge behalte. Ich würde ganz gerne noch ein Straußenweibchen mehr haben. Ich würde ganz gerne 4 oder 5 Strauße haben. So ja. Dann, ihr seht es gerade, fast hier 260 Steine und Pflanzen und Rindenmulch und so sind bei 420. Und dann im Gehege nochmal 100 Teile. Also es sind einige Sachen dabei, ne? Einige Sachen sind dabei. So, dann gibt es noch eine andere Neuerung. Und zwar habe ich hier, dadurch, dass ich das ja erforscht habe, eine schwarze Kante gemacht an dem Haus, an dem Gebäude. Was meiner Meinung nach ganz cool aussieht. Und ich habe hier bei dem Zaun die Poller geändert. Und vielleicht sieht man das jetzt, weil der eine Panda war drin. Weil es gibt noch einen zweiten mittlerweile. Ich habe ein Männchen gekauft. Oder sind sie beide drin? Das wäre natürlich traurig. Das ist auf jeden Fall das Weibchen. Die sind auf jeden Fall zu zweit. Und die hier, die ist hungrig. Gleich mal rufen hier. Die sind auf jeden Fall zu zweit, wie ihr sehen könnt. Aber die brechen halt immer noch aus. So wie ich das gesehen habe hier. Und ich weiß nicht ganz warum. Ich weiß nicht ganz, wo die ausbrechen können. Weil im Prinzip habe ich überall die Kletterflächen entfernt. So, die müssen irgendwo rüberspringen können. Aber ich habe, meine ich, auch alle Pflanzen entfernt, wo die rüberspringen können. Weil das müsste man ja sehen können. So, es ist ein bisschen strange, warum die ausbrechen können. Aber ich meine, so ist das halt vielleicht, ne? So ist das halt vielleicht. Und die kriegen jetzt was zu fressen. Ich bin mal gespannt. Wo rennt denn der noch hin? Achso, hier ist der Futterball. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwo noch mehr Futter, ne? Ist das hier vorne? Nee. Oder war es das an Futter? Sieht aus, als war es das von Futter. Oder? Ja. Der Futterball, da ist 1 Kilo drin und... Ach, da läuft. Ja, guck mal, da sind die beiden. Da haben wir einmal Huizong und Yi. Genau, das sind Männchen und Weibchen. Und der hat auch gar nicht so schlechte Gene, als ich den gekauft habe, was ganz cool ist. Also die sind jetzt nicht super, super, aber die sind halt gar nicht so schlecht. Könnte schlimmer sein, sag ich mal. Und hier gibt es auch Futter für die Pandas. Und dann halt Straußen, wie gesagt. Und Erdmännchen. Also es geht voran. Mittlerweile geht es geldtechnisch auch voran. Ich kann 11 Dollar hier reinnehmen. Und letztes Jahr 33.000, davor 32.000. Also es geht voran. Ich glaube, ich achte halt auch immer darauf, was die Gäste sagen. Ja, Schirme brauchten sie jetzt, als es geregnet hat. Der Zoo wirkt ziemlich klein. Ich weiß nicht, wann das weggeht übrigens. Aber die Ticketpreise sind gut. Das heißt, ich kann eigentlich auch 12 nehmen. Und wenn die Ticketpreise gut sind, kann man sogar noch ein bisschen mehr Geld nehmen. Die haben Müll. Hoffentlich gehen die zu dem Mülleimer. Aber ja, das Straußengehege, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Straußengehege haltet. Da haben wir direkt noch einen Strauß mehr gekriegt. Schreibt gerne rein, was ihr von dem Gehege haltet. Ich bin zufrieden, tatsächlich. Für so ein einzelnes Straußengehege, man kennt es ja sonst eigentlich nicht. Baut man viel zu selten. Und ihr schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Gehege haltet. Und wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge zum Zoo of Maine. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, haut das mal rein. Und hier kommt der neue Strauß. Ciao.